Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von MW2. Ja, wir setzen mal das Spiel fort. So, wir sind hier gerade im Wasser. Okay. Ich mache hier gerade gar nichts. Ich bewege nur die Maus. Blub, blub. Alter, ich sehe fast gar nichts, ey, außer Felsen oder sowas und... Oh, Fische. Hallo? Was ist das? Ein U-Boot. Hier in MW3 gibt es glaube ich auch so eine Mission. Da ist man auch im Wasser, aber da kann man das dieses Teil oder so selber steuern. Also da hast du glaube ich so ein ja Unterwasserfahrzeug oder sowas. Schon, der hat losgelassen. Der einzig schöne Tag war gestern. Tag 5. Sergeant Gary Rhodes Sanders im Sonderkommando 141. Und das untere konnte ich nicht lesen. Kann ich auch selber steuern? Ich möchte selber schwimmen. In Position. Schalten wir sie zusammen aus. Warte auf Zeichen. Schalten Sie die Wache unbemerkt aus. Ziel aktualisiert. Okay, jetzt kennen wir uns. Okay. Zwei Feinde erledigt, Sektion 1 Alpha. Kein Wunder, dass ich bis hier noch nie gespielt habe. Sieht richtig geil aus, irgendwie. So mit dem Wasser. Diesen... Sind wir... Okay, jetzt ist das anscheinend so eine Stealth-Mission oder sowas, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, eine Claymore und 10 Tubes oder sowas. Habe ich Schalldämpfer? Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Oh! Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Hä, hey, hab ich doch gar nicht. Och man, ey. Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Geht doch. Position 2 Echo gesichert. Roger, Hotel 6. Team 2 wird sie sichern und evakuieren. Suchen Sie oben weiter. Okay, ab nach oben. Kommando, so, okay, wir haben also Waffen mit Schalldämpfer. Was haben wir denn hier? Eine Scar-H mit Schalldämpfer und Thermalvisier und eine M4A1 mit Sub-Mode. Sektoren beobachten. Feindlicher Heli auf Patrouille. Aufpassen, Hotel 6. Roger. Feindlicher Heli. Verstecken. Bewegung. Okay, ganz Mann, leise. Hotel 6. Weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Och, komm schon. Alle Geist 2 gesichert. Okay, das haben wir jetzt beim ersten Mal geschafft. Feindlicher Funk. Ich
glaube, wir kriegen Gesellschaftszimmer. Nun zu Plan B. Wir deponieren hier C4. Ghost, ne? C4 platziert, Sir. Erhöhte Position beziehen. Wenn Sie den Köder erreichen, schlagen wir zu. Was jetzt? Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis sie näher sind. Habe ich noch nicht drücken? Warten. Warten. Ja. Plan B. Los. Jetzt. Kommando, hier Hotel 6. Wir sind aufgeflogen. Verstanden. Es müssen auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellungen kümmert. Over. Roger. Fordere Evakuierung bei Landezone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. Bewegung. Hesse. Bewegung. Ziel bei dir auf 2 Uhr. Ziel erfasst. Los! Captain! Okay, der liegt noch. Alles okay. Bleib auf dem Boden, ich erledige sie. Bleib hier bei McTwish. Ziel auf 3 Uhr. Au, fuck. Ungeschütztes Ziel. Der Heli macht kein Holz aus uns. Raketenwerfer oder Raketen suchen uns aufschalten. Roger. Wieder. Au! Sicher, ich hab jetzt nur so einen scheiß Stringer und so einen verfickten. Mann! Ah, von wo? Scheiß Lackaffe. Na los, die Geiseln retten sich nicht von selbst.
Sorry, Ghost. Ghost. Läuft bei dir. Och komm schon. Alter, sind das da viele. Oh, scheiße. Hotel 6, Achtung, bei Ihrer Position befinden sich Geiseln und möglicherweise Sprengsätze. Over. Verstanden. Alle Teams Feuer einstellen. Wir wissen nicht, was hinter den Türen wartet. Okay, gespeichert. Roger, bin dabei. Och Mann. Wer ist das? So Captain. Alter, so viel Rauch hier, ne? Ich würde sagen, ich mache mal kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Hallo Leute, und da bin ich auch schon wieder. So, wir sind hier immer noch in diesem, ja, Kampf. Okay. So, das Spiel wurde gespeichert. Oh fuck, da sind immer noch welche.
greifen von beiden Seiten. So, ah. Sorry, dass ich jetzt gerade nichts gesagt habe, nur ich musste mich halt konzentrieren. Sechste Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte, dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. Okay. 30 Sekunden. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt die Aufnahme und bis zum nächsten Mal. Tschüss!